Ja, servus und grüß euch zu diesem Video. Ihr seht, es ist Weihnachten, der Christbaum leuchtet in voller Montur, die Kugeln glitzern im LED-Kerzenschein. Und was hat's Christkindl denn hier Schönes gebracht? Jetzt machen wir mal ein bisschen die weihnachtliche Atmosphäre weg und schauen. Oh, wir haben ein Paket von Pyroland mit 1.4S, sprich Kategorie 1. Und darum geht's heute. Wenn schon kein Kategorie 2 in diesem Jahr, dann wenigstens noch eine Kategorie 1 Bestellung. Die habe ich zwar schon vor ein paar Wochen gemacht, aber dadurch, dass eine Neuheit, die wo dabei war, erst zu spät angekommen ist, kam halt das Paket jetzt auch ein bisschen später, genau richtig zu Weihnachten. Und da schauen wir jetzt auch gleich rein. Ich habe mich echt mega gefreut, dass es jetzt noch gekommen ist, weil viele Videos in F2 bzw. ob überhaupt welche kommen, kommendes Jahr in F2 müssen wir noch gucken. Jetzt jedenfalls an Silvester filmen werde ich so gut wie fast nichts können. Dann machen wir wenigstens ein paar F1 Sachen. Und zwar haben wir hier einige Neuheiten, wie gesagt. Haben wir erstmal die ganze Folie und dann können wir loslegen. Wir haben zweimal das Smiley Megapack mit extrem vielen Fontänen, mit insgesamt 13 Fontänen und Vulkanen. Blue Star, Pink and Red, Silver Crackling, Red Green Chrysanthemen, Lemon Spider Fontänen, Star Spider, Blue Star Gold. Also die sehen auf jeden Fall sehr interessant aus und bin auch sehr gespannt auf die. Wie gesagt, das Set haben wir zweimal. Wird dann getestet. Zweimal Hansdampf von Weco dürfen auch nie fehlen. Schöne Silberfontänen. Dann haben wir hier zwei kleinere Sortimente. Das Smiley Maxi Pack. Das gerade war das Smiley Mega Pack. Sind quasi so gut wie die gleichen drin. Nur die beiden oberen kleinen Red and Star Silver Blue. Nein, warte. Red Star Silver Pine und White Pine Flower Fontäne. Die sind im anderen Set nicht drin, aber eben wird auch getestet und das ist auch zweimal dabei. Dann haben wir hier Neuheit von Leslie, die Joysticks. Haben wir einmal hier. Das sind so Art Gold- und Silberregen. Man kennt ja die von Weco, die Klassiker. Dann haben wir noch die von Komet, Keller und Nico, wo ja im eigentlichen Sinn gar keine Regen mehr sind. Das sind mehr so Eisfontänen und deswegen bin ich gespannt, was Leslie aus den Gold- und Silberregen gemacht hat. Dann haben wir hier noch ganz unscheinbar 7 Päckchen Flashlights von Keller, sind aber schon mit der Komet-Labelung. Ne, sind doch FKW Keller. Sehr cool, man sieht's. Ja, jetzt sieht man's FKW Keller. Das freut mich, weil die kriegt man so eigentlich kaum noch irgendwo. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Und auch eine Neuheit, die wo ich sehr heiß erwartet habe. Die Teufelstürme von Weco. Das sind so Drehkreisel, wo dann so ein Turm hochschießt am Ende. Sehr interessant, habe ich auf der Spielwarenmesse schon gesehen und war eigentlich von vornherein klar, dass ich die unbedingt testen muss. Und zwar haben wir die 6-mal. Und ganz zum Schluss, hier unten haben wir dann noch das Spooky Flame Sortiment. Da sind zwar auch wieder sehr viele Fontänen drin mit lustigen Namen. Scared Susie, Mad Mike, Jolly Jane, Trusty Ted. Wie kommt man auf sowas? Und dann haben wir hier noch ein paar Knatterbälle, Geisterlichter und Knallteufel. Das Set wird dann im neuen Jahr auch getestet. Die obligatorischen Wunderkerzen von Pyroland. Tanzen, singen, lachen, scherzen, nie ohne unsere Wunderkerzen. Genau, da haben wir einmal hier die Sachen und ja, schieben wir es mit dazu. Dann sieht man alles nochmal auf dem Haufen. Das wird dann im neuen Jahr getestet, beziehungsweise die drei neuen Weco-Sets, die Teufelstürme und die Joysticks. Freut euch dann auf die Videos und dann habt ihr auch schon einen kleinen Ausblick aufs neue Jahr, was euch dann schon mal am Anfang des Jahres erwarten wird. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, kommt gut rüber ins neue Jahr und bis denne!